Das war ja mal wieder die Aufregung der Woche, wenn wir uns anschauen, was beim Ballon d'Or passiert ist, vor allem jetzt auch danach. Ich habe mitbekommen, dass Rodri irgendwie an dem Abend dann noch hier Winnie Ei, Ciao, Ciao, Bella Ciao oder so irgendwie gesungen hat. Aber er wurde hier als der Sportsmann Nummer 1 natürlich ausgezeichnet. Wir ziehen uns genau ein Video rein von Fußball Talks, in dem es darum geht, was wäre, wenn der Ballon d'Or fair wäre? Ich bin mir sicher, dass mein guter alter Freund Lionel Messi nicht so viele goldene kleinen Bälle zu Hause stehen hätte, außer seine zwei eigenen Kronjuwelen. Eigentlich ein prestigeträchtiger Preis für den besten Fußballspieler der Saison. Doch die Eigentlich. Aus immer wieder so gedreht und gewendet, damit bestimmte Spieler den Preis gewinnen. Was? Cristiano Ronaldo kritisiert Glaubwürdigkeit. Ansicht vieler wird der Preis immer wieder so gedreht und gewendet, damit bestimmte Spieler den Preis gewinnen. Franck Ribéry kritisierte die Verleihung im Jahre 2013 heftigst. Die Nichtvergabe im Jahre 2021 an Robert Lewandowski ist ebenfalls eines der meistkritisierten Vergaben des Ballon d'Ors. Heute geht es um die Frage, was wäre, wenn der Ballon d'Or fair wäre? Allein welche Leute da auch abstimmen dürfen, bodenlos einfach. Der Ballon d'Or, vergeben von der französischen Zeitschrift France Football, zeichnet seit 1956 herausragende 56. Fußballspieler aus. Ursprünglich ging der Preis an den besten europäischen Spieler, später an alle Spieler in Europa und seit 2007 an den weltbesten Spieler. Bis zur Saison 21/22 wurde der Ballon d'Or pro Kalenderjahr vergeben und 170 Medienvertreter weltweit durften abstimmen. Die Bewertung basiert dabei auf drei Kriterien: das sportliche Abschneiden im Kalenderjahr, individuell und im Team, Talent und Sportgeist sowie die gesamte Karriere des Spielers. Seit der Saison 21/22 gelten jedoch neue Regeln. Der Ballon d'Or orientiert sich nun an der Fußballsaison statt am Kalenderjahr. Zudem wurde die Abstimmung auf Vertreter der Top 100 Länder der FIFA-Weltrangliste begrenzt, um die Legitimität und Verlässlichkeit zu verbessern. Auch die Bewertungskriterien sind klarer strukturiert. Wirkt aber nicht so. Also gefühlt in den letzten Jahren, seit diese neuen Regeln in Kraft getreten sind, ist es ja noch vogelwilder. Im Fokus steht die individuelle Leistung, gefolgt von Mannschaftserfolgen und dann Talent und Sportgeist. Die gesamte Karriere spielt nun aber keine Rolle mehr. Im Folgenden schauen wir auf die Vergaben seit 2007 und analysieren die umstrittenen Entscheidungen. Also das finde ich, wie kann man denn die Gesamtkarriere nicht mehr mit einfließen lassen? Zum Beispiel dieses Jahr hätte es auch Toni Kroos verdient. So, deutsche Brille können wir gerne mal abnehmen. Nichtsdestotrotz, der Toni hätte es verdient. 2007 erhält Kaká den Ballon d'Or für 57 Spiele, 24 Tore und 15 Vorlagen, sowie den Champions League-Titel und die Torjägerkrone. Und schließlich, obwohl Ronaldo und Messi ebenfalls glänzten. 2008 ging der Preis an Cristiano Ronaldo mit 58 Spielen, 35 Toren, 12 Vorlagen, Champions League und Premier League Sieg sowie der CL-Torjägerkrone und dem goldenen Schuh. Ebenfalls unumstritten. 2009 gewann Lionel Messi mit 41 Toren, 15 Vorlagen und dem Trippelsieg mit Barcelona. Auch hier keine Diskussion. Safe. 2010 gab es die erste umstrittene Vergabe des Ballon d'Or. Lionel Messi erhielt die Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge. In 64 Spielen erzielte er 60 Tore und 17 Vorlagen, wurde spanischer Meister, Torschützenkönig der La Liga und Champions League und gewann den goldenen Schuh. Okay, war schon eine crazy Saison. Doch 2010 war auch ein WM-Jahr, in dem Spanien mit Iniesta und Xavi gegen die Niederlande mit Wesley Sneijder den Titel holte. Sneijder hatte zuvor das Triple mit Inter gewonnen und galt als Favorit für den Ballon d'Or. Schließlich war der WM-Sieg bis dahin oft entscheidend gewesen, so etwa bei Matthäus 1990, Zidane 98, Ronaldo 2002 und Cannavaro 2006. Nach dieser Logik hätte also Iniesta gewinnen müssen oder Sneijder, der die Niederlande ins Finale führte. Meiner Meinung nach ist die Vergabe an Messi allerdings folgerichtig. Denn seine Statistiken lassen die restlichen Stats von den anderen. Okay, Iniesta. Was? In 49 Spielen hat er 9 Vorlagen nur gemacht. Beiden aussehen wie Rookie-Stats. Ja, letztlich lässt sich für alle drei argumentieren, aber Messis individuelle Leistung war schlicht spektakulär. Dave, jetzt mit den Zahlen kann ich das unterschreiben. 2011 und 2012 waren wohl die unumstrittensten Jahre für Messi. Hier die Stats für die beiden Saisons. Mit 91 Toren und 22 Vorlagen in einem Kalenderjahr setzte er eine Bestmarke, die so schnell kaum jemand erreichen wird. Einfach geisteskrank. Dann sind wir bereits im Jahre 2013.
Die zwei Fußballer, bei denen hier ein Sieg des Ballon d'Ors in Frage kam. So, jetzt kommt die große Ribéry-Diskussion. Da hat ja Ronaldo gewonnen. Dann schauen wir uns mal die Stats an, wie gegen Iniesta und... Wer war der andere? Ist ja egal. ...waren vor allem Ronaldo und Ribéry. Ronaldo wurde Torschützenkönig in der Champions League und Ribéry gewann mit dem FC Bayern das Triple. Doch die Statistiken von... So, also jetzt bin ich mal gespannt, wenn Messi vorher verdient hat, was ich finde, hat er... Dann hat es auch hier Ronaldo verdient. Klar, Triple hin, Triple her. Ribéry hat eine crazy Saison gespielt und ich finde auch, er hätte es verdient. Aber wenn wir uns mal die reinen Stats anschauen, Digga. Ronaldo sind wieder komplette Freak-Stats. Ribéry hingegen war der wichtigste Mann des CL-Siegers. Meiner Meinung nach aber nicht der beste Spieler der Welt. Somit finde ich die Entscheidung, die Auszeichnung Ronaldo zu geben, richtig. 2014 yes. Dann das nächste Jahr mit einer Weltmeisterschaft. Ronaldo zerschießt wieder alles, gewinnt die Champions League. Und sein größter Konkurrent, der noch in Frage kommt, ist Manuel Neuer. Boah, aber als Keeper Weltfußballer werden, ich habe vorher in diesem ganz schnellen Durchlauf gesehen, dass Yashi mal Weltfußballer geworden ist, aber Dieser schafft es, die WM mit Deutschland zu gewinnen und legt die wahrscheinlich beste Leistung eines Torhüters im modernen Fußball aller Zeiten hin. Problem ist, Ronaldo hat ausgerechnet diesen Neuer in der Saison aus der Champions League geschossen und anschließend die Trophäe eingeheimst. Hätte Neuer die Champions League mit dem FC Bayern gewonnen, würde ich den Case für Neuer verfolgen. Und generell fände ich es auch ziemlich cool, hätte Neuer einen Ballon d'Or bekommen. So allerdings geht die Auszeichnung zurecht an CR7. 2015 dann gewinnt der FC Barcelona mit dem Trio MSN die Champions League. Messi gewinnt anschließend den Ballon d'Or. Für einige hätte Neymar die Auszeichnung ebenfalls verdient. Verständlich, den Case aufzumachen. Neymar spielte in dieser Saison nämlich absolut auf der Spitze. Junge, diese Weltelf. Crazy, Mann. Was eine Mannschaft. ...seines Schaffens und war mit 45 Toren, 17 Vorlagen und unzähligen wichtigen Toren in der Champions League einer der wichtigsten Akteure in der Triple-Saison. Safe. Doch sein Pech, oder auch Glück, war es mit Lionel Messi zu spielen. Der war nämlich meiner Meinung nach noch konsistenter und drückte dem Spiel des FC Barcelona seinen ganz eigenen Stempel auf. Das ist halt das Neymar, geh weg, Fliege. Neymar war krass, also ein talentierter Fußballer, aber so Messi war einfach nochmal auf einem anderen Niveau. Sorry. Also verdienter Ballon d'Or. 2016 geht der goldene Ball erneut an Cristiano Ronaldo. Hier machen einige Fans einen Case für Antoine Griezmann auf. Dicker Mann, was für Antoine Griezmann. Wenn du dieses Video gerade siehst und du möchtest, dass Antoine Griezmann in diesem Jahr Weltfußballer geworden wäre, bitte schließ dieses Video und geh ganz schnell woanders hin. Du wirst hier auf meinem Kanal nicht glücklich. Scheiß auf Griezmann. Auf, da dieser vor allem in der EM und Champions League überragend war. Meiner Meinung nach etwas overrated. So. Ja, the streets will never forget und Griezmann... Digga, the streets, ich scheiß auf Griezmann. ...war wirklich überragend, aber Ronaldo schaffte es sich, ausgerechnet gegen Griezmanns Atletico und Frankreich, im Finale der Champions League und Europameisterschaft durchzusetzen. Deswegen finde ich auch hier diese Vergabe absolut richtig. Der hier. 2017 geht der Ballon d'Or wieder... Doch, da geht's auch nochmal an Ronaldo. Und dann 2018, da beginnt's dann eigentlich. Da beginnt der ganze Scheiß. Wieder an Ronaldo im ikonischen lila Trikot und Nudelhair-Look. Keine Diskussion, absolut verdient. Absolut, Mann. 2018 dann geht der Ballon d'Or, nach Kakas Vergabe im Jahre 2007, das erste Mal an einen Spieler, der nicht Ronaldo oder Messi heißt. Luka Modric heimst die Auszeichnung ein, nachdem er die Champions League mit Real Madrid gewinnt. Und das ist einfach, so sehr ich Modric mag, wirklich Modric, ich gönn's ihm auch, dass er einen Ballon d'Or hat, aber da hat die Räuberei angefangen. Weil Ronaldo da irgendwelche Vergewaltigungsvorwürfe hatte oder irgendwelche Steuersachen, wo er dann zu Juve gegangen ist. Und dadurch haben sie ihm den dann nicht gegeben. So, das ist meine Meinung. Ronaldo gewann die Champions League mit Real, doch was Modric in den Augen der Jury nach vorne brachte, war der Finaleinzug in die WM mit Kroatien. Ich finde das Ganze auch wirklich ehrbar. Modric ist eine absolute Legende, bei dem ich das gar nicht verkehrt finde, dass der eine Auszeichnung in einem Jahr bekommen hat. Allerdings fände ich es besser, wenn Ronaldo die Auszeichnung bekommen hätte. Der Mann hatte auch in dem Kalenderjahr unglaubliche 62 Torbeteiligungen in 53 Spielen und war wie so oft der Hauptakteur von den Königlichen beim Sieg der Königsklasse. Ja. Heißt, Case für Ronaldo 2018. Safe. 2019 dann ebenfalls einer der umstrittensten Vergaben der Auszeichnung.
Messi, der in der Saison den goldenen Schuh und mit dem FC Barcelona die Liga gewann, bekam ganz knapp den Vortritt gegenüber Virgil van Dijk, der mit Liverpool die Champions League gewann. Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Weiß nicht. Ja, Virgil hat eine starke Saison gehabt, aber einen Innenverteidiger mit einem Offensivspieler zu vergleichen, ist halt auch immer ein bisschen ein Vergleich, der hinkt. Erstmal finde ich, kann man für beide hier einen Case aufmachen. Zwei überragende Saisons. Ja. Van Dijk, der sich von niemandem ausdribbeln ließ, und Messi, der eine One-Man-Army für den FC Barcelona war. Allerdings wurde zu dem Zeitpunkt in den Kriterien festgelegt, dass auch die Gesamtkarriere der Spieler in die Wertung mit eingerechnet werden soll. Und die von Messi ist offenkundig die größere. Safe. Hätte Van Dijk zusätzlich zur CL auch noch die Liga gewonnen, würde ich es noch klarer einen finden. Punkt. So aber, finde ich, hat Messi die Nase berechtigt vorne. 2020 dann. Kann man machen. Bin ich bei ihm. Der vielleicht sinnloseste Skandal. France Football entscheidet sich aufgrund der Pandemie dafür, die Trophäe nicht zu vergeben. Warum? Offensichtlich hätte diese Robert Lewandowski verdient, der in der Bundesliga und Champions League alles zerschossen hatte und mit dem FC Bayern ein Triple gewann. 2021 dann stehen Lionel Messi und Robert Lewandowski. Digga, ab da. Wir können mal nachzählen. Wie viel hat denn Messi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und Ronaldo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und genau damit hätte man dann die ganze Geschichte zumachen können. Man hätte sagen können, gut, ab da gewinnt Lewandowski. Also, was heißt ab da? Er hat es verdient so. Und fertig. Dann hätten Ronaldo und Messi jeweils 6 Stück gehabt. Das hätte einfach die komplette Legacy einfach von den beiden so mit zugemacht. Über 12 Jahre hinweg habt ihr den kompletten Markt zerschossen, Freunde. So. Zur Auswahl. Lewandowski stellt den historischen Bundesliga-Torrekord ein und zerschießt förmlich alles. Messi spielt statistisch zwar ebenfalls eine überragende Saison, gewinnt aber mit dem FC Barcelona nur die Copa del Rey. Der Sieg der Copa America dann führt dazu, dass Messi den Ballon d'Or gewinnt. Der Sieg der Copa America allerdings, oder auch der Europameisterschaft, ist für den Ballon d'Or maximal nur ein Zünglein an der Waage gewesen. Deswegen finde ich diese Vergabe falsch. Robert Lewandowski hätte hier ganz klar ein zweites Mal den Ballon d'Or gewinnen. 100%ig. 2022 wird das System dann, wie anfangs erwähnt, umgestellt. Vielleicht auch wegen der Kontroverse rund um die Vergabe im vergangenen Jahr. Ach ein Scheiß, das juckt die überhaupt nicht, Mann. Die lutschen Messis kleinen so viel sie wollen, Mann. Es zählt nicht mehr die Gesamtkarriere eines Spielers und das wichtigste Kriterium ist nun die individuelle Leistung der Nominierten. Nun werden die Ballon d'Ors auch nicht mehr für Kalenderjahre vergeben, sondern für Saisons. 2021-22 dann gewinnt Karim Benzema. Dieser hat mit Real Madrid die Liga und die Champions League gewonnen. Ein Hattrick im Achtelfinale, ein Hattrick im Viertelfinale und 3 Tore über 2 Spiele im Halbfinale. Benzema drehte völlig auf und gewann absolut zu Recht den Ballon d'Or in der Saison. Safe. Also ich finde, da kann man für dieses Jahr gar nichts sagen. 2022-23 dann. Da beginnt schon wieder die größte Betrügerei. Messi, Digga, Messi, wofür? Wofür hat Messi den gewonnen? Für seine WM, indem er 5 Elfmeter-Tore geschossen hat. Geht der Ballon d'Or erneut an Lionel Messi. Dieser hat mit PSG die Ligue 1 gewonnen und sammelte insgesamt 57 Torbeteiligungen. Auf der anderen Seite war Haaland, der mit 66 Torbeteiligungen mit Man City das Triple gewann. Messis Glück, er gewann die WM mit überragenden 6 Partien, bei denen er jeden Rekord brach, den es zu brechen gab. Insgesamt finde ich, ist das vielleicht die beste Geschichte, die der Fußball jemals geschrieben hat. Dicker! Der glücklose Argentinier, der mit Mitte 30... Der glücklose Argentinier, ich krieg ja gleich Tränen für den kleinen Lappen. ...30 es doch noch schafft, mit seiner Nation ein solches Turnier zu gewinnen, nachdem er zuvor mehrere Male gescheitert ist. Allerdings geht es beim Ballon d'Or nicht darum. Vor allem nicht, weil das Kriterium gestrichen wurde, die Gesamtkarriere zu betrachten. Trotzdem finde ich die Entscheidung ziemlich cool, muss ich sagen. Gut, wir deabonnieren gleich den Kanal, nein, Spaß. Weil eben der Mitte-30-Jährige das 8. Mal die Auszeichnung gewinnt und damit absolut Geschichte schreibt. Nein. Wenn man aber wie ein Roboter an die Sache rangeht und Emotionen außen vor lässt... Was für Emotionen, Mann? Das ist einfach... Ich kann doch nicht... Ich spare mir meine Worte, sonst... Hätte Erling Haaland den Ballon d'Or gewinnen müssen. Müssen. In der Realität hat Messi 8, Ronaldo 5 und Modric und Benzema jeweils einen goldenen Ball.
Nach meiner Ausführung, wenn der Ballon d'Or fair wäre, hätte Messi 6, Ronaldo 6, Lewandowski 2 und Benzema 1. So, genau so, Bruder, das unterschreibe ich. So müsste die Welt sein. So hätten beide Goats jeweils 6 Ballon d'Ors. Richtig. Und die Welt wäre nach Thanos Geschmack meine ausgeglichenere. Und der Ballon d'Or in diesem Jahr? Der geht meiner Meinung nach verdient an Vinicius Junior. Gut, das Ende der Geschichte kennen wir, es ist nicht Vinicius geworden. Somit war es auch wieder ein dreckiger Raub. Der Ballon d'Or ist einfach wirklich Schmutz. Dieser Award, wer ihn auch anschaut, sorry Bruder, so vielleicht bist du noch ein Fußball-Nostalgiker, aber jeder, der den Preis heutzutage noch ernst nimmt, Mann, sorry. Freunde, wir haben uns ein bisschen in Rage geredet, aber trotzdem ein geiles Video. Ich bin voll bei Fußball-Talks, genau so müsste es meiner Meinung nach auch aussehen. Die beiden Goats, 6 Ballon d'Ors und dann haben wir hier eine perfekte Waage. In diesem Sinne, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!